Bereits seit letztem Dezember gehen in Deutschland immer mehr Schüler auf die Straße, um für Klimaschutz einzutreten. Am 8. April nun haben im Berliner Naturkundemuseum hier hinter mir Vertreter der Initiative Fridays for Future ihre Forderungen an die Politik vorgestellt. Doch bevor wir dazu kommen, einige Bilder aus den vergangenen Wochen. Am 15. März fanden zum ersten Mal weltweite Schülerstreiks statt. In Deutschland nahmen rund 300.000 Jugendliche teil. In Berlin waren es laut den Organisatoren etwa 25.000. Aus Wissenschaft und Forschung gab es sofort Unterstützung. So etwa durch einen der führenden deutschen Klimaforscher, Hans-Joachim Schellenhuber. Zwei Wochen später, am 29. März, kamen in Berlin erneut rund 25.000 Menschen zu der Freitagskundgebung. Auch Greta Thunberg, die Initiatorin der Schülerstreiks, war vor Ort. Sie erinnerte daran, wie wichtig schnelles Handeln ist. Rückenwind bekommen die Jugendlichen auch durch eine Unterschriftenaktion, die von Wissenschaftlern unter dem Label Scientists for Future gestartet wurde. Maya Güppel vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen spricht von einem Erfolg. Ich habe am Rand der Kundgebung Volker Quaschning von der HTW Berlin nach den Motiven für das Engagement der Wissenschaftler gefragt. Ja, wir haben im Prinzip die gleiche Situation, die wir aus der Wissenschaft seit 20, 30 Jahren erfahren. Das heißt, wir warnen vor dem Klimawandel, wir zeigen, was gemacht werden muss, und in der Politik wird das überhaupt gar nicht wahrgenommen. Das heißt, unsere Klimaberichte werden seit Jahrzehnten gelesen, zur Kenntnis genommen, in den Schrank gestellt, und genau das Gleiche passiert jetzt auch mit den Schülerprotesten, wo man sagt, das ist ja ganz nett, dass die auf der Straße gehen, aber wir können leider nicht so viel und so schnell was ändern, und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir hier den Schulterschluss machen und sagen, die Schüler fordern ja nur das, was wir aus der Wissenschaft seit Jahrzehnten sagen, was getan werden muss, und sie fordern auch nur das, was die Politik versprochen hat, das Umsetzen des Pariser Klimaschutzabkommens. Aber wenn die Politik tatsächlich seit Jahrzehnten versagt, denken Sie, dass diese Demos wirklich etwas bewirken können? Ja, die Politik versagt ja, weil sie auch glaubt, dass der Rückhalt in der Bevölkerung für Klimaschutzmaßnahmen nicht da ist, weil wirksamer Klimaschutz heißt auch, dass wir in den nächsten 20 Jahren wirklich eine Rosskur machen müssen, also einen kompletten Umbau unserer Energieversorgung. Und dazu brauchen wir natürlich eine breite Unterstützung aus der Bevölkerung. Das ist erstmal sehr wichtig. Und diese Bewegung, glaube ich, die sorgt schon dafür, dass wir das erstmal in die Diskussion kriegen. Wir haben das Thema jetzt in den Talkshows drin, wir haben das Thema in den Nachrichten drin. Mit Rosskur meint Quaschning einen radikalen Umbau unseres Energiesystems. Doch bislang drücken sich die politisch Verantwortlichen. Kein Wunder, dass das Medieninteresse daran sehr groß ist. Die nun von den Fridays for Future Vertretern vorgestellten Forderungen gehen sehr weit. Wenn man die Liste durchgeht, versteht man, was Volker Quaschning mit der Rosskur gemeint hat, die uns bevorsteht, sollten wir die Klimaschutzziele ernst nehmen. Die zentralen Forderungen von Fridays for Future lauten 100% erneuerbare Energien, sowie Klimaneutralität bei sämtlichen Emissionen bis zum Jahr 2035. Der Ausstieg aus der Kohle soll bis zum Jahr 2030 realisiert werden. Das Ende der staatlichen Förderung für fossile Energien, -25% bei der Kohlekraft, sowie eine CO2-Steuer auf alle Treibhausgasemissionen mit schrittweiser Anhebung des Preises auf 180 Euro pro Tonne soll bis Ende 2019 kommen. Unsere oberste Priorität ist dabei die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze, die als wissenschaftlich unverhandelbar angesehen wird. Zwar hat sich Deutschland im Pariser Klimaabkommen verpflichtet, in dieser Hinsicht Anstrengungen zu unternehmen, aber bisher sind genau diese Anstrengungen größtenteils ausgeblieben. Und wenn wir Kipppunkte überschreiten, also wenn das Klima kippt, wenn die Ökosysteme kippen, dann wird es irreversible und irreparable Schäden verursachen. Ein unkontrollierter Klimawandel wird uns ein Vielfaches mehr kosten als alle Investitionen, um diese Katastrophe noch zu vermeiden. Wir unterstützen das Engagement der Schülerinnen und Schüler. Wissenschaft und Schülerinnen und Schüler haben ein gemeinsames Anliegen. Sie wollen in dieser Frage, wie geht es mit dieser Welt nachhaltig weiter, gehört werden. Im Berliner Naturkundemuseum
bietet Direktor Johannes Vogel jeden Freitag den Schülern Gelegenheit zum Dialog mit Wissenschaftlern. Ich habe ihn gefragt, wie lange er das fortsetzen wird. Es ist wichtig, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den Schülerinnen und Schülern zuhören und vice versa, dass wir miteinander in einen Dialog kommen. Das ist die Aufgabe eines Forschungsmuseums der Leibniz-Gemeinschaft, einen Ort zu bilden, wo Gesellschaft, Wissenschaft, Politik miteinander reden kann. Und das machen wir, solange wie die Leute streiken. Und wir sind ganz glücklich, dass viele unserer wissenschaftlichen Partnerorganisationen in der Leibniz-Gemeinschaft, in der Helmholtz-Gemeinschaft und anderen auch hier hinkommen, um mit diesen Menschen, den Schülerinnen und Schülern, zu reden und zuzuhören. Denken Sie, wenn jetzt die Streiks noch lange andauern und die Politik sich dennoch nicht regt, dass die Motivationslage auf einem hohen Pegel bleibt? Das ist ganz, ganz schwer einzuschätzen. Aber ich glaube, dass tiefgreifende Veränderungen bisher immer gesellschaftlich vorangetrieben wurden. Es sind gesellschaftliche Strömungen, die Veränderungen hervorbringen. Gucken Sie sich an, wie das Sklaventum abgeschafft wurde, wie in der Französischen Revolution ein gesamtes Herrschaftssystem umgedreht wurde. Das sind gesellschaftliche Strömungen. Mal gucken, wie lange die hier durchhalten. Aktuell bilden sich immer mehr gesellschaftliche Gruppen, die die Schüler unterstützen. So etwa Artists for Future, Entrepreneurs for Future oder auch Parents for Future. Letztere haben zur Unterzeichnung einer Petition aufgerufen, die in den Bundestag eingebracht werden soll. Gefordert wird, innerhalb eines halben Jahres ein wirksames Klimaschutzgesetz zu beschließen. Die Vertreter von Fridays for Future jedenfalls stellen sich bereits auf die nächste Gelegenheit ein, sich zu artikulieren, im Rahmen der anstehenden Europawahlen.